Hallo und herzlich willkommen, meine Ladies and Gentlemen, hier zur Lootchest aus dem Februar 2021. Wir wollen auch hier wieder gemeinsam reinschauen, was wir drin haben. Wie immer, ich mache das Ding hier einfach mal auf und wir lassen uns ja, überraschen. Ist hier an der Seite auch noch ein? Ah, nee, okay. So, als erstes haben wir natürlich wieder das T-Shirt und... Yo, ist das... Ist das Link? What the fuck? Es sieht ein bisschen aus wie Link. Hier haben wir auch so diese Coins, diese Kristalle. Nee, wie heißen die denn in dem Spiel? Ich weiß es gar nicht. Aber diese grünen Dinger, die man da aufheben kann. Hier, Wanted. Richtig, richtig geil. Und ja, ich sage nicht, oh, ist das Zelda? Denn Zelda ist die Prinzessin, ja? Das hier ist Link. Und also richtig in so einem Manga-Comic-Stil gezeichnet. Mit einem Gameboy in der Hand. Hier oben noch diese Ketten. Wanted. Ey, das sieht richtig nice aus. Aha. Ja. 5000 bekommt man für ihn. Also Leute, haltet Ausschau nach Link. Wir wollen mal gucken, wie das hier wieder an uns, ja, fittet. Oh, so, ja. Eigentlich ganz nice. Also prinzipiell immer wie alle T-Shirts hier aus der Loot Chest. Ihr kennt das, ich mache in jedem Video gefühlt dieselbe Aussage. Die fitten halt richtig gut, also weil ihr könnt die Größe einfach einstellen, die euch immer mitgeschickt werden soll. Und was habe ich? Ich glaube, ich habe M oder L. Ich glaube, ich habe L. Ich habe L. Ich bin ein Schwabbelbärchen. Ich habe L. Ja, ich habe L. Und auf jeden Fall, die sind sehr angenehm und nicht so wie diese künstlichen Shirts, die so, wo du das Gefühl hast, du hast irgendwie so, ja, was ist das, so künstliche Fasern, so Neopren-Scheiße, wo du halt mega drin schwitzt. Und das ist halt so ganz normale Baumwoll-Shirts, die fühlen sich angenehm an, nicht zu warm, nicht zu kalt, luftdurchlässig. Und die Prints, die sind eigentlich auch, die halten wirklich, die sind nicht irgendwie nach 3-4 Wäschen schon kaputt oder so, sondern ja, also tatsächlich besteht mein gesamter T-Shirt Bestand von den T-Shirts, die ich jeden Tag trage, mittlerweile nur aus Loot Chest Shirts. Also schaut euch meine gesamten anderen Videos an. Ihr werdet immer ein Shirt aus der Loot Chest sehen. Also zu 90% auf jeden Fall. So, wollen wir mal gucken. Oh, da ist was Kaltes. Was ist... Oh, geil, was zu trinken. Es ist ein Hello Kitty, was? Star Drink. Himbeere... was? Fajora? Himbeere Fajora. Whatever das ist. Ein Hello Kitty Drink. Okay, mal gucken, wie das schmeckt. Riecht auf jeden Fall schon mal geil. Mhm. Alter, ist das süß. Das schmeckt wie... an irgendwas erinnert mich das. An irgend so ein... Kennt ihr diese Leckfüße? Diese Füße, die man dann immer in so eine... Packung, wo dann so Bitzelzeug drin ist, so reintunken muss und dann wie dieser Lutscher selbst, der halt auch so richtig intensiv nach Himbeer oder Kirsche oder sowas schmeckt, so als hätte man diesen Lutscher flüssig gemacht und in eine Dose gepackt. So schmeckt das. Mhm. Für meine Geschmäcker auf jeden Fall, also für meinen Geschmack auf jeden Fall tipptopp. Es gibt natürlich Leute, die mögen diese künstlichen, überkrassen, süßen Getränke absolut nicht. Bei mir hat es genau den Nerv getroffen, ziemlich genau das, was ich geil finde. Haben wir hier noch drin das... Oh, Rick and Morty! Da bin ich, jo. Collect them all. Rick and Morty Figuren. Vinylfiguren. Wenn ich Vinyl höre, muss ich immer an Schallplatten denken. Da hatten wir, glaube ich, schon mal was von. Von denen hatten wir schon mal was von. Ich glaube, beim anderen, das letzte Mal war es aber irgendwas von Batman oder so. Oder war das auch von Rick and Morty? Ich weiß es nicht. Wir haben auf jeden Fall diesen Vogelmenschen hier. Könnt ihr das sehen? Ja. Wir haben diesen Vogelmenschen hier mit drin als Figürchen. Kann man mit dem noch irgendwas machen? Nö, ist einfach nur so zum Hinstellen. Ist halt Plaste-Elaste. Ist hier die Nummer 1 von 12. Hä? Aber es gibt hier irgendwie 1 von 12, 1 von 12, 1 von 24, 1 von 36. Okay. Ist auf jeden Fall der Vogelmensch. Cool. Können wir hier auf jeden Fall so ein bisschen auf die Seite stellen. Na, so, dann... Ich stelle es, glaube ich, oben drauf, dann könnt ihr es auch sehen. Nicht, dass es umfällt. Ja, geht schon. Genau. Das so, das so. Was haben wir sonst noch hier drin? Hier vorne ist... Was ist das? Haben die da noch ein T-Shirt reingepackt? Was ist das? Das ist sehr groß. Ich krieg's nicht mehr zu.
Was ist das? Ist das ein Rucksack? Nee, das ist eine Tasche. Ist das von Warzone? Das ist doch Call of Duty. Ja, leck mich fett. Das Spiel, in dem ich richtig scheiße bin. Ach du Scheiße. Peinlich, peinlich. Also wenn ich jetzt hier... Ich weiß gar nicht, habe ich jemals ein Let's Play oder ein Stream oder irgendwas dazu gemacht? Ich weiß es gar nicht. Wenn ja, könnte ich euch kurz was einwenden. Nicht, lass es lieber. Es ist einfach zu peinlich. Schaut auf Twitch gerne vorbei. Auch dort heiße ich SchimmerMediaD. Falls ihr da noch irgendwelche VODs findet... ich und Call of Duty. Ja, es ist auf jeden Fall von Call of Duty. Black Ops steht auch dran. Ist hier so eine coole Tasche auf jeden Fall. Ich denke mal, der ein oder andere Fan würde sich über sowas freuen. Ich finde das auch ganz cool mit diesen orangen Dingern. Kann man einen Laptop reinpacken. Ist, Alter, für so eine LAN-Party, so eine Laptop-LAN-Party eigentlich richtig cool. Stell dir mal vor, ihr kommt dann so, hier vorne noch Maus, Tastatur und so alles drin. Hier hinten dann schön der Laptop. Und, keine Ahnung, vielleicht noch ein bisschen was zum Snacken oder so reinpacken. Und dann kommt ihr damit auf eine LAN-Party an. Macht auf jeden Fall ein bisschen was her. Haben wir hier hinten noch ein separates Fach, wo man dann vielleicht... Nee, ist aber auf jeden Fall gepolstert. Also ist auf jeden Fall für einen Laptop gut gedacht. Kann man ein bisschen was reinmachen. Auf jeden Fall cool. Call of Duty-Tasche. Why not? Vor allem, wenn ihr überlegt, was so ein Loot-Chest kostet, schaut gerne mal unten in der Videobeschreibung der erste Link, falls ihr auch mal looten wollt. Was ich halt sehr, sehr, sehr cool finde, ist, ihr zahlt immer weniger als das, was die Ware im Inneren der Box wert ist. Ja, ist natürlich dann die Frage, was ist es einem selber nochmal wert? Weil, ich sag mal, wenn man jetzt 20 Euro hat und sich damit etwas in den Laden geht und etwas kauft, was man haben möchte, dann gibt man das Geld genau für das aus, was man haben möchte. Hier in dem Fall gibt man quasi Geld aus und bekommt irgendwas, was irgendwie was mit Gaming oder mit Serien oder sonst was zu tun hat. Muss ich halt überraschen lassen. Finde ich aber auch cool. Theoretisch ist es wie bei so einem Überraschungsei. Da weiß man ja auch nicht, was für ein Spielzeug drin ist. Ne? Und dann haben wir hier noch so ein paar Handschuhe. Ich weiß nicht, ob mir die passen. Ich mache es einfach mal. Von Assassin's Creed sind die auf jeden Fall. Mal gucken, ob ich dann jetzt auch gleich so Assassin-mäßig hier rumjumpen kann, wenn ich diese Handschuhe anhab. Ist auf jeden Fall hier so ein Assassin's Creed-Logo drauf. Ja, schon mega cool. Die sehen mir nur irgendwie sehr klein aus. Die sieht ein bisschen aus, als wäre es für Frauenhände. Oder für sehr kleine Jungenhände. Oh, es geht aber. Also, ja, doch, hier merkt man so ein bisschen, dass es nicht ganz so perfekt passt. Hier, warte, was ist denn da noch drin? Ist da so ein Aufkleber? Ah, ne, so ein Schildchen drin noch. Okay. Ja, jetzt, wo es so ein bisschen kühler gewesen ist, mittlerweile ist Gott sei Dank jedenfalls hier bei uns der ganze Schnee schon mal weg. Aber... jetzt bin ich auch ein Ninja. Das kann ich auch so Assassin-mäßig bestimmt an Häuserwänden hochkrabbeln, wenn ich diese Handschuhe anhab. Probiert das bitte nicht zu Hause, nur weil ihr diese Dinge anhabt. Ich glaube nicht, dass das wirklich funktioniert. Ja, aber so, ich finde diese Handschuhe ganz cool, so um mal rauszugehen, aber so wirklich als Winterhandschuhe oder so, habe ich persönlich lieber gern die halt auch so wasserabweisend sind und so, weil die Dinger, wenn ihr damit zum Beispiel Schlitten fahren geht oder so, die sind irgendwann einfach nur voll durchnässt und ja, bewirken genau das Gegenteil von dem, was sie eigentlich tun sollen. Sie halten nämlich die Hände dann nicht mehr warm, sondern es wird einfach nur noch kälter. Ist halt eher sowas, um mal in die Stadt zu gehen und so ein bisschen, während man bummelt oder so, da kann man sowas dann mal anziehen. Dann habe ich hier auf jeden Fall von Ghostbusters etwas. Ich liebe diesen Slime. I'm afraid of no ghost, komm rein. Oder keep out oder spür die Proton-Gun. Ja, könnt ihr an euer Zimmerschild hängen, je nachdem, ob es okay für euch ist, dass Leute reinkommen oder beziehungsweise Geister reinkommen. Oder ob ihr die Geister direkt verschrecken wollt und sagen wollt, yo, ich habe eine Protonengun hier drin. Wenn ihr reinkommt, kommt ihr direkt in meine Geisterfalle. Kann ich auf jeden Fall relaten. Das ist cool. Haben wir hier noch so ein Pappding. We can do it. Die Person sagt mir jetzt hier nichts. Das ist eine Postkarte mit so einem Girl. We can do it. Schreibt es mir gerne mal jetzt genau unten in die Kommentare rein, falls ihr wisst, was das ist. Ich weiß es nicht. Hier, warte mal. A woman's place in the... Resistance? Join the Rebel Army today? Alter, ich weiß nicht, ist das irgendwie... Ich habe keine Ahnung. Ich habe das vielleicht irgendwo in einer abgewandelten Form schon mal... Ich weiß es nicht. Schreibt es in die Kommentare, aber bitte jetzt, weil am Ende gucken wir ja gleich, was da alles so drin gewesen ist und dann wissen wir es ja. Deswegen schreibt es jetzt, ne? Sonst zählt das nicht. Haben wir sonst noch drin? Das war es auch schon. Ne? Ist leer. Und... dann machen wir das hier einfach mal so zu und stellen es auf die Seite.
zack. Und wollen dann mal, ich nehme mein Handy raus, wo habe ich mein Handy? Da hinten habe ich mein Handy. Wollen wir nochmal gucken, was wir jetzt an Werten hier gesammelt haben. Ne? Erstmal hier das Heftchen, was hier mit dabei ist, ist eigentlich immer noch ganz, ganz süß gemacht. Da stehen immer noch so ein paar andere Sachen, die ihr euch über den Loot Chest Shop holen könnt. Immer noch mal so ein paar kleine Stories mit dabei. Ihr findet auch so ein paar Rätsel und andere Sachen. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe. Ist übrigens sehr, sehr, sehr cool, weil vielleicht sagt ihr jetzt, ach ja, hier mit diesen Rick and Morty-Figuren zum Beispiel kann ich jetzt nicht so viel anfangen. Aber, keine Ahnung, mein Bruder oder mein bester Kumpel oder hätte gern auch vielleicht so eine Call of Duty-Tasche. Und dann könnt ihr euch vielleicht mit anderen Lootern so ein bisschen austauschen, dass ihr sagt, okay, ich schicke dir das und das zu. Vielleicht noch ein bisschen Bezahlung obendrauf. Dafür schickst du mir auch noch deine Tasche oder andersrum. Ne? Also da kann man sich ja austauschen mit anderen. Ist auf jeden Fall cool. Oder es muss ja nicht aus derselben Loot-Chest sein, sondern es kann ja auch irgendwie sein, okay, ihr gebt jetzt zum Beispiel eure Tasche her, weil ihr aus der vorherigen Loot-Chest noch irgendwie das und das haben wollt, könnt ihr euch einfach ne, tauschen, sammeln, ihr wisst Bescheid. Genau, hier die gute Sabrina S., die hat jetzt hier Geburtstag, wie ich das sehe. Wunderbar schön. Und hier in der Mitte, das finde ich auch immer ganz cool, hat man dann einen der Prints, die in vorherigen Loot-Chests irgendwo mal auf dem Shirt waren, nochmal als kleines Poster mit dabei. Ist zwar ganz cool, so um das rauszumachen, um es vielleicht sich irgendwo als Poster hinzuhängen. Man kann aber damit auch in irgendeinen T-Shirt-Shop oder so gehen und sagt, hier, ich hätte gern das auf einem Shirt. Falls man das Shirt irgendwie nicht mehr bekommen kann oder so, kann man sich so im Nachgang nochmal irgendwie als Print selber machen lassen. Wir rechnen hier zusammen. Wir fangen wie immer mit dem Shirt an. Da sind wir hier bei 14,95 Euro. Dann für die Tasche 19,95 Euro. Die Handschuhe 9,95 Euro. Dann das Schild, das war also das Ghostbuster-Schild, war gratis mit dabei. So, und jetzt haben wir hier diese Postkarte. Postkarte Nummer 4. Go for it, Leia. Mit dieser Postkarte kannst du deinen Lieben motivierende Nachrichten schicken. PS, diese und hunderte weitere Motive findest du. Ja, es steht aber jetzt Leia. Leia, was für eine Leia? I don't know. Ich habe jetzt als erstes an Prinzessin Leia gedacht, aber die sieht nicht so aus. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Der Hello Kitty Drink war auch gratis mit am Start. Und als letztes haben wir hier noch die Rick and Morty Figur. 14,95 Euro. Ja, da sind wir insgesamt wieder bei einem Wert von 59,80 Euro. Also auch wieder hier knapp 60 Euro. Und vor allen Dingen berechnet an dem, was ihr für so eine Lootbox zahlt. Ihr könnt euch da auch verschiedene Abos raussuchen. Ihr könnt zum Beispiel nur einmal looten, dass ihr halt nur eine Loot-Chest zugeschickt bekommt für den nächsten Monat zum Beispiel. Ihr könnt aber auch so Abos abschließen, wo ihr dann, keine Ahnung, für 3 Monate, für 6 Monate, für 12 Monate das Ganze bekommt. Da müsst ihr natürlich monatlich zahlen. Bekommt aber auch jeden Monat natürlich so eine Lootbox zugeschickt, die dann aber im Preis, je nachdem, ne, wenn ihr mehr Monate nehmt, immer günstiger wird pro Monat. Ja, typisches Abo, ne? Und finde ich auf jeden Fall nice. Und vor allem hier am Ende steht dann halt auch immer, in welchen Quartalen welche Themen auch, also manche Themen werden sozusagen angekündigt, nicht alle, aber ja, quartalsmäßig haben wir zum Beispiel Quartal 3 war Batman, Quartal 4 Zelda, Quartal 1 2021 wird Resident Evil sein, Quartal 2 2022 ist sie sogar schon angekündigt, wird Herr der Ringe sein. Also wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr da ja mal reinschauen. Und ja, schreibt mir gerne mal auch in die Kommentare, was war euer Highlight aus diesem, aus dieser Loot-Chest. Für mich war es definitiv, was ich relativ cool finde, auch wenn ich, wie gesagt, in dem Game absolut scheiße bin. Aber ich finde das Game an sich relativ nice, auch wenn ich schlecht bin. Hier die Call of Duty-Tasche finde ich relativ nice. Rick and Morty finde ich prinzipiell auch richtig cool. Mit dem Vogelmenschen kann ich jetzt nichts anfangen. Ich hätte es jetzt viel cooler gefunden natürlich, wenn ich hier Rick oder Morty drin gehabt hätte. Oder von mir aus auch den Hund, ja, Snowball, auch von mir aus in Ordnung. Nur, ja, oder hier Mr. Meeseeks oder so. Aber was will ich denn hier mit dem Vogelmenschen? Also ich weiß nicht, mit dem kann ich mich nicht identifizieren. Und was ich natürlich auch mega nice fand, hier dieser Hello Kitty Drink. Weil der schmeckt echt gut und süß, sehr süß. Und ja, ist auf jeden Fall eine coole Loot-Chest gewesen mal wieder. Ja, über das Shirt. Das ist bei mir das Shirt, das brauche ich schon gar nicht mehr sagen. Das ist bei mir immer ganz vorne mit dabei, weil ich das cool finde. Und wenn euch hier die Loot-Chest gefallen hat, dann lasst mir ein Däumchen nach oben. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Schreibt mir ein bisschen was Nettes in die Kommentare. Und natürlich abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen. Kostet euch kein Geld, gebt mir einen großen Support und ermöglicht mir weiterhin solche Videos für euch zu machen. In diesem Sinne, haut ihr rein. Bis zum nächsten Mal.